Wenn dies wahr war und die Ruinen der Ursprung der Artefakte waren, würden unsere Helden am Ende vielleicht doch einige Antworten finden. Das Tagebuch enthält eine sorgfältig erstellte Karte der Ruinen. Sie waren in der Mitte eines weit entfernten Waldes. Unsere Helden folgten der Beschreibung aus dem Tagebuch des Königs. Am Rande des Waldes hatte die Diebin eine merkwürdige Empfindung. Ein warmes Gefühl in ihrem Herzen. Endlich ist er fertig. Endlich, er redet eindeutig zu viel. Wir haben einen langen Weg vor uns, wenn wir die Ruinen vor Anbruch der Dunkelheit erreichen wollen. Es ist so still hier. Ich habe das Gefühl, mir fällt ein Stein vom Herzen. Okay, endlich. Der Typ, der redet eindeutig mit zu viel. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ich dachte mal schon. Das ist echt der Typ, der labert. Das ist eine Quasselstrippe, das ist nicht mehr normal. Wie so eine... Oh. Wie so eine Frau ist der. Hast du die dabei gedacht? Okay, ich bin schon. Nächste. Ich weiß nicht, ob ihr das Mausklicken hört. Ich hoffe es mal nicht. Ansonsten, ja, hört sich scheiße an in der Aufnahme. Da ich jetzt eine neue Maus habe. Die Rocket Pony oder Korn oder wie ihr sie auch mal nennen mögt. Die ist richtig nice. Zum Zocken, also. Der Laser, der ist richtig. Also Respekt. Das war jetzt echt hart. Dann machen wir mal hier so eine kleine Mini-Kiste hin. Da noch so eine kleine doofe Kiste hin. Okay, was geht jetzt so? Achso, jetzt geht es so. Jetzt kann ich hochgehen. Ohne die, boah. Krieger nehmen und... Was fehlt das da? Okay, so. Ich hab die denn nochmal an. Ja, gut, dann ist noch nicht drauf gelandet. So. Weiter geht's über die wackelige Brücke. Boah, ich finde einfach dieses Feeling in dem Spiel so toll. Fledermäuse K.O. Die werden echt nervig nach einer Zeit. Noch welche? Oh, doch, man kann sich da festhalten. Okay, wir müssen wieder mal tauchen. Okay, wir können auch da lang. Krieger wäre nicht schlecht. Fischhaut gefunden.
sag, was hat jetzt verschaut? Mann. Okay, warte mal, gucken wir mal das Ding jetzt. Ja, ich kann ja zaubern, genau. Weg von dir. Oh, und dann. Hopp. Noch schlimmer gemacht. Das Ding muss weiter nach da. Komm schon. Weiter, weiter. Komm schon hier hin. Komm schon, ja, yeah, genau, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß hier. Yeah. Ja, das ist ja sowas von klar jetzt eben gewesen, dass das sowas passiert. So, jetzt kann er, ja, jetzt kriegt er schon mal Schaden von der Spinne. Vom Pilz. Aha, Spinne, warum mach ich mir das Spinne? Wie viele Fledermäuse kommen denn da bitte noch? Jetzt kommt noch eine. Da hoch komme ich schon mal nicht, das kann ich knicken. Ah, wir können uns ja hier so in dem, ja, das heißt Brücke, Überweg machen. Tut mir leid, ich muss wegen die Aufnahme kurz unterbrechen. Weil mein, ja, Headphones, Headset sind, ausgegangen. Ja. Da sagen wir, machen noch diese hier Szene. Ah, wie ich diese mit den Schildern hasse. Da kommt hier wieder mal so ein Safety Point. Ich laufe jetzt mal einfach weg. Oh nein. Okay. Kann man auch nicht lang. Ja, das finde ich blöd beim Spiel gemacht. Jetzt bin ich tot. Das finde ich richtig doof. Ja, wo ich jetzt anfangen darf. Das ist doch eigentlich euer Ernst. Ich finde das finde ich richtig scheiße, wenn das ein Ladepoint ist. Und dann, ich laufe jetzt einfach durch. Ja, da kann man weiter geschlagen werden. Was ist denn das? Wenn das Spiel stoppen, dann muss man das halt sehen, aber. Da sind die schon wieder da. Ich hab das vorhin gemacht. Ja, er schafft's natürlich, oder was? Jetzt haben wir es geschafft. So. So, dann laufen wir weiter. Dum-dum-dum-dum-dum. So, jetzt haben wir wieder so eine dumme Szene, wo wir da nicht rüberkommen. Hopp, ich glaube, wir müssen drüber tauchen. Okay. Oh, ich finde dieses
Tauchanimation, also. Nicht richtig gut gemacht. Hier lang, wofür kommen wir da hin? Okay. Okay, so. Auf jeden Fall, wir müssen darüber, weil da hinten ist ein Safe Point. Na, oder? Ich hatte es doch gerade eben. Nee, oder? Wie soll das denn jetzt bitte wieder gehen? Ah. Ja, das hätte ich jetzt zum Beispiel wieder geschafft, aber. Aber wie soll denn das bitte gehen? Ich weiß eine Idee, genau. Genau, so könnte es sogar klappen. Na, doch nicht so. Nimm den hier. Nimm ich diese zwei. Das ist vielleicht auch erstmal mit einer. Die sind ja hohl, die schwimmen ja, die Dinger. Genau. Und jetzt mache ich hier oben noch eine Kiste drauf. Noch eine Kiste drauf. Die ich dann so hier hin mache. Genau. Oh mein Gott. So, weiter geht's. Wieder eine schönere Landschaft. Ah, wir sind tot. Nein! Das gibt's doch nicht. So. Ja, klar! Schon. Ah. Erst wieder fertig.
Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und fertig ist das hier. Aus die Maus. Hat es nötig, weil mit nötiger, weil mit den Campen ja am meisten. So leckere Pilze, ein paar Maschos, Pilzmaschos. Ja, nee, das ist eher Bonus-Spezialität. Oh, sie haben ja die Part geschafft. Ich wache jetzt. Die Nacht brach sehr schnell herein, eingeleitet durch die Macht des Bösen. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor das Unvermeidliche passieren würde. Aber bislang war der Wald stärker als seine Eindringlinge. Vielleicht, weil die Artefakte in der Nähe erschaffen wurden. Es gab noch Hoffnung. So, diesmal hat er recht wenig geredet für seine Verhältnisse. Schattendorn-Dickicht. Ich würde dann sagen, ich mache dann hier noch eine Pause, da ich ja nur am Stück Plätzen... Kommen wir hier eigentlich irgendwo hin? Die Dunkelheit ist nicht gut. Ich werde irgendwie immer unterbrochen. Da ich nicht immer überall speichern kann, deswegen mache ich hier eine Aufnahmepause. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Aufnahmematerial, was ich euch präsentieren kann. Ich werde das habe ich möglich wieder ein bisschen tryen aufnehmen, um es euch zu zeigen. Wir sind, glaube ich, sehr wahrscheinlich eh bald durch. Ich schaue im Internet, wie weit wir eigentlich schon sind. Das weiß ich in der nächsten Aufnahme gleich. Ja, dann sehen wir uns wieder im Minecraft Let's Play oder in einem anderen Let's Play, falls es bis hierhin noch eins angefangen hat. Ja, da will ich mich verabschieden von euch. Also dann, Leute. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Trine, bei Minecraft, bei was auch immer, was wir sehen uns auf jeden Fall nochmal bei einem Let's Play. Ich wünsche noch einen schönen Tag, was auch immer, auf Abend, Frühstück, was auch immer gerade eben bei euch ist. Schönes Let's Play, was ihr noch alles anschauen werdet. Also schöne Let's Plays, die ihr noch anschauen werdet. Schöne Let's Plays, die ihr von uns schon anschauen werdet. Liked oder disliked unsere Kommentare, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Kommentiert uns, wenn wir sogar so gut gefallen haben. Gebt uns ein Abo. Wir werden unser Bestes geben, um alles euch recht zu machen. Ja, das war's von mir. Danke an euch, dass ihr es angeschaut habt, diese Aufnahme, beziehungsweise diese Folge und alle anderen Folgen, die ihr bis jetzt geschaut habt. Man sieht sich bei der nächsten Aufnahme. Tschüss, Leute. Yo!